Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Walking Zombie 2. Weiter geht's im Inneren des Forschungszentrums. Sollen wir uns die Güter alle holen? Platz hätten wir, okay. Und wir haben jetzt einen Sniper. Uff, das ist aber schadensmäßig jetzt nicht so. Das ist kein One-Hit. Hat nur 3 Muni, ne? Ist ein ultra altes Scharfschützengewehr. Ich hab Pistole wahrscheinlich besser gefahren. Also, sobald sie einmal getroffen wurden, dann schrubbelt die mal ein bisschen hin und her. Was haben wir hier? Schon gleich trotzdem noch dabei, ist ja okay. 3 Muni, boah, ist echt wenig. Gerade wenn da wieder solche Horden kommen. Oh, mal schauen. Na, eine Mission mit Sniper ist interessant. 3 Schuss? Brauche ich den Halbauto... Wow, ernsthaft? Brauche ich den halbautomatischen Sniper? Gab's jetzt nicht in Resident Evil, ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Ah, jetzt ist da hinten was. Hier Benzin kann das da einsammeln. Sie killt, sie hat auch nicht. Ne, mit einem Schuss. Wie es ein Sniper eigentlich machen sollte. Die leben halt immer noch mit einem HP, ne? Genügend HP. Ach Gott, also mit der Sniper möchte ich ungern weiterspielen. Jetzt auch, weil es natürlich schön ist. Aber es geht halt nicht. Wir können weiterreden, wenn sie vielleicht ein 10er Magazin mehr hat. Ich hätte ganz gern. Hier nicht. Na gut. Was hätte ich ganz gerne? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Eine Schrotflinte. Das wäre ganz cool. Ah, geht ja gar nicht. Auch wenn natürlich eine Sniper echt schön ist. Aber so kannst du in der Zombie-Apokalypse hier nicht spielen. Auch wenn er wirklich schnell lachelt, muss man sagen. Warum hat ein Sniper nur 3 Schuss drin? Und die arme Sau, die ständig nachladen muss, ey. Ich denke, wir werden links reingehen müssen, ne? Rechts glaube ich eigentlich und vorne auch nicht. Ach, leck mich doch. Eine Zombie mal. Aber eine Kritten ist ja in Ordnung. Dann sind die mal down. Aber wir müssen dann halt erstmal den halben Kopf wegschießen.
Dann wäre es ja okay, wenn das, wenn es instant down wäre. Da ist ja auch ein Sniper. Aber erst muss ich den halben Kopf wegschießen. Crit! Mission abgeschlossen. Versorgungsgüter für das Waldgebiet. Jetzt soll ich es niederbrennen, ja? Achso, in die Stadt zurückkehren. Kann ich gleich als Shortcut mit einem Enter abkürzen? Ali, das war ein Kinderspiel. Du machst es hervorragend. Aber unsere ganzen Bemühungen, uns auf den Winter vorzubereiten, waren vergeblich. Was passiert? Unsere ganzen Vorräte sind weg. Frank, die Ratte, hat alles gestohlen, ist mit seinem Auto weggefahren. Zuerst lässt er mich umgeben von Zombies zurückgehen. Jetzt das? Er ist Richtung Norden gefahren. Finn holt uns sofort zurück und Franks wahres Gesicht. 600 Erfahrungen mit Vergnügen. Dafür brauche ich aber, mein Lieber, keine Sniper. Im Norden, Westen, alles klar. Sondern ich möchte gerne unser Sturmgewehr. Nee, Stan haben wir dabei. Ach, das geht gar nicht. Komme ich nicht klar mit. Es tut mir leid. Ein Schrotgewehr könnte man sich vielleicht noch kaufen. .762er braucht man nicht. Schrotpatronen haben wir hier drinne. Was haben wir mit den Büchern eigentlich? Einfach in die Töpferei. Sagt mir nichts. Ich habe auch nur 101 Schuss von Schrotflinte. Das ist faszinierend, ne? Hier hätten wir eine Winchester. Uch. Wir haben leider nicht so viel Geld, ne? 5300, das ist ziemlich viel. .9mm. Ah, so eine Schrotflinte wäre auch geil, oder? Schöner Streuschuss. 32 Schaden, also mehr als meine Sniper. 5113, das heißt, ich bräuchte 1800. Kriegt ihr woher? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe noch ein anderes Scharfschützengewehr. Okay, die Glock könnte ich verkaufen. Na komm, verkaufen wir mal. Scharfschützengewehr ist zu schwach, werde ich nicht kaufen. Werde ich nicht mehr benutzen. Und so ein bisschen den Krams hier. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Er müllt mir auf jeden Fall meinen Inventarplatz voll. 300 brauche ich noch. Nehmen wir die Baseballschläger dann weg. Und dann nehmen wir uns die Winchester mit. Errungenschaft freigeschaltet, Browser. Wahrscheinlich 10.000 Gold ausgeben. So, weg damit. Kann ich das irgendwie sortieren? Das wäre ganz cool, aber das tut er leider nicht. Mann, gut. So. Dann nehmen wir unsere Schrotflintenkugeln noch mit. Falls wir jetzt unsere Schrotflinte einsetzen werden. Kann ich das auch hier machen? Ach, das geht auch! Na, das wusste ich ja nicht. Hätte man sich natürlich denken können, ne? Hätte man sich denken können. Was haben wir noch schöne Geschenke? Eine Schatzkarte. Was kommt als nächstes? Neue Stadt Springfield. Boss-Experiment 626. Achso, das ist für die nächste Updates, oder? Geplant! Aber erstmal machen wir hier weiter. Eingang zur Forschungsstation. Uff, ich kann nicht mich aus... kann da nicht ausweichen. Das gehört... ah, okay, das gehört zur Mission. What a coincidence. Where are you going with those bags? On vacation? Oh, hi, buddy. You won't believe this. I was taking some supplies to the woodlands when my car broke down. It looks like you're going in the wrong direction, buddy. Look, I will give you 2,000 coins if you just let me go. You know, there's a big difference between two of us. I'm not a rat. Ist okay, Alter. Oh, du Spacko. Alter, ist ja schnell vor allem, ja.
Gott, ist das dumm. Gut, dass ich das Schrotgewehr dabei habe, ey. Alter, wie viel der durchhält! Schon ein Bossgegner, wa? Töte ihn! Please help me. You can't leave me here to get eaten. Sure. I'll cover you from the car. Aber die Vorräte, die sind wichtig. Das ist aber ein harter Hund, wa? Meine Güte. Sieht man nicht mal, wenn der Kopf im Weg ist. Ah, okay. Das war's schon gewesen. Wir haben da gar nicht hingemusst. Wir mussten nur Frank holen. Wir haben unsere Feuer wieder. Sind wir für den Winter gewonnen? Wir haben die Feuer. Jetzt müssen wir die ganze Station zerstören. Geh in den Kontrollraum der Station und aktiviere den Selbstzerstörungsmechanismus mit Verhütung. Das ist der Geburtsstätte von Mutter Nation. Von Mutation und Tod. Von Mutter Nation. 1000 Erfahrung. Boah, schrieb mir nicht so. 1000 Erfahrung. Sturmaufstieg. 10. Nice. Und wieder 5 Dingensen. 5 Fertigkeitspunkte. Wir haben aber noch Laserwaffen, ne? Hab ich auch noch nicht gehabt. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen Munition. Für die hier. Ich habe nichts mehr. Nicht mehr da, da ich gerne ein bisschen Schrott verkaufen. Na, 103 Munition, das reicht, denke ich mal aus. Wir haben eine Schatzkarte, wo wir noch was ausgraben können. Pfff. Voll am Arsch der Welt, ey. Ah! Liegt hier noch eine Dings rum? Eine Schaufel, hätte ich die mitnehmen müssen. Hab ich die dabei? Hab ich dabei, okay. Wir werden die, denke ich mal, erstmal killen müssen. Ich kann nur nach dem Schatz suchen. Wo ist der Hund? Das sind süße kleine Zombies, ne? Nur schon eine Ration. Na, Hundi, wo bist du? Das ist ein Hügel gewesen, der mich, wow. Der mich blockiert hat. Oh, hier gibt es so viele Sprengfässer, die man nutzen könnte. Ich bin da echt gerade zu faul für, muss man sagen. Auch noch welche. Muni? Danke. Na, mal ein bisschen was dauern. Ohne dass ich zu viel Munition benutzen musste. Ah, hab ich gesehen. Okay. Dann. Vielleicht wieder hier an der Stelle, an der gleichen vielleicht. War es nicht hier? Das ist Zufall gewesen. 1100 Silbermünzen. Wow, das war viel. Das war echt viel. Okay, weiter geht's. Auf Wiedersehen, Forschungsstation. 1000 Erfahrung. Leite die Selbstzerstörung der Station ein. Aber der hat keine Streuung, interessanterweise, ha? Huh? Aber sie killt halt alles instant, ne?
Jetzt muss ich links lang? Ne, da war ich auch noch nicht dran, ne? Huch! Experiment 626. Also Testobjekt verwendet zu werden, Hobby jene fressen, die. Nein, hoch! Zombies greifen an, verteidige ich. Verteidige ich. Da kommt sogar. Ist ja widerlich, Alter. Er hat mich vollgereiert, Alter. Kannst du ja natürlich nicht mit irgendeinem Zombie-Spiel vergleichen, weil das Spiel einfach super billig ist. Sprechen Hauptcomputer. Willkommen im Hauptcomputer der Forschungsstation. Aktiviere Selbstzerstörung, öffne Türen S01. Passwort eingeben. HS, Passwort ungültig. Dritte. Passwort ungültig, leck mich doch. Ja, erfolgreich entriegelt. Wir wissen, was da drin ist. Rationen, Verbandszeug und Rationen. Sowas müsste es viel öfters geben, ja, solche Räume. Wo du einfach looten kannst, aber sowas gibt's einfach super selten, oder sowas gab's super selten im Spiel. Finde ich ein bisschen schade. Und hier genauso, nichts zum Looten oder so während des Kampfes. Und ein bisschen ärgerlich. Aktiviere Selbstzerstörung, Passwort eingeben. Das dritte muss es sein. Ah, siehst du? Programm beenden. Oh, tschüss. Flieh aus der Station, schnell. Na, da werden mir doch sicherlich Zombies auf dem Weg entgegenkommen, ha? Ob ich Zeit habe? Eine bestimmte Anzahl? Eine bestimmte Sekundenzahl? Ach, leck mich doch. Oh, tschüss. Hallo, das Ding fliegt da in die Luft. Ist mir doch Schnuppe, ey. Loading Bay. Wer weiß, ob ich Zeit hatte, dafür die Zombies zu killen. Du spektakuläre Selbstzerstörung. Hat richtig Umbrella-Style. Niemand weiß mehr, dass dort was gewesen ist. Niemand. Nobody. Hab ich denn eigentlich noch einen Punkt? Ich bin da Level 10, ne? Hier ein Vorteil, meinte ich. Mhm. Achso, das war Benzin-Dinger. Mhm. Größer Rucksack braucht man nicht. Mehr Kritstauber Stufe 15, Stufe 18. Na gut. Weiter geht's. Alles zerstört. Da waren Dinge, die mich für den Rest meines Lebens in meinen Träumen heimsuchen werden. Gut gemacht, Junge. Die größte Gefahr in diesem ganzen Gebiet hat sich damit in Rauch aufgelöst. Aber du musst deine Reise fortsetzen. Geh auf die Suche nach einer weiteren Forschungsstation. Geh nach Springfield und finde Dr. Andrew. Er hat wahrscheinlich mehr Informationen. Springfield. Level 11. Uff. Northtown und City of the Sun und Open World gibt's auch noch. 36 Liter. Wir haben ja alles fertig, ja? Mhm. Aber nach Springfield müssen wir nur 2 Jahre lang fahren. Und dann gibt es noch City of the Sun, ne? Northtown ist in Kürze, ist echt wie ein Mobile Game, ja. Ist ja voll nervig. Und Open World hat Open World. Zentrum. Ah ja. So. Hallöchen. Jeff. Ich bin Jeff. Ich suche nach einer Fahrbahn und Untersatz, ist ja zu verkaufen.
Tut mir leid, das ist noch nicht fertig. Ich muss mal ein wenig an dem rumbasteln. Wenn du Interesse hast, musst du mir zuerst ein paar Teile bringen. Zuerst sollst du Räder dein Lenkrad besorgen. Ich kümmere mich drum. 1000 Erfahrung für neue Räder. Uff. Eisenschaufel. Uff. Ah, hier gibt es bessere Waffen. Oh, 23. Oh, eine M4A1. Die hätte ich ganz gerne. Oder eine AK-47. Brauche ich aber Geld für. Und Raketen gibt es hier auch noch. Uiuiui, 9mm verbessert. 1,3-facher Schaden. Advanced. Cool, ich würde ganz gerne so ein Sterngewehr haben, aber leider habe ich keine Münzen mehr. Wahrscheinlich kriege ich die durch die ganzen Quests, ha? Wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Quests vor uns hier. Im Hospital geht's weiter. Was haben wir hier für eine Mission von Andrew? Wer ist denn dieses neue Gesicht? Bist du hier, um dich für den Job als Versuchskaninchen zu bewerben? Davon weiß ich nichts. Ich hoffe, du bist noch jemand, der weiß, wo die Forschungsstation ist. Ich will dir helfen, aber irgendwie kann ich mich nicht an den Standort erinnern. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Zombie-Angriffen. Die machen mich total nervös. Na klar, die Zombie-Horde hat die Ostseite der Stadt besetzt. Geh zum Bürgermeister von ihm zu weiteren Anweisungen. Wenn du fertig bist, komm hier zurück, dann kann ich mich vielleicht erinnern. Immobilienmakler. Ich habe ein tolles Angebot für dich. Ich kann dir ein großartiges Haus verkaufen. Du brauchst Platz für zwei Werkbänke. Hast du Interesse? Oh, es gibt nochmal. Crafting. 5000 Münzen. Ey, das will ich nicht haben. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Der Bürgermeister hat die Hauptmission, oder? Willkommen, ich bin der Bürgermeister von Springfield, die großartige Stadt dieser Region. Was willst du? Ich habe gehört, dass sie Probleme haben. Wie kann ich helfen? Der Arzt hat mich geschickt. Oh, toll, auf der Ostseite der Stadt gibt es einige Zombies. Oh, hier gibt es eine neue MP. Du kannst dich darum kümmern, dein Logo. Ah, geil. Noch ein Händler? Tony? Hola, amigo, wie kann ich dir helfen? Was kannst du mir über Springfield sagen? Der Bürgermeister will einen Mauer in die Stadt bauen, angeblich aus Sicherheitsgründen. Er kämpft für die Banditen zusammen und alle anderen versuchen nur, ihm aus dem Weg zu gehen. Das kann nicht gut für dein Geschäft sein, stimmt's? Bist du aber so noch Probleme oder willst du einen Job? Einen Job. Zuerst werde ich dich testen. Eine meiner Lieferungen ist verschwunden. Finde sie erst auf Stufe 21. Ist klar, einen Säufer haben wir ja auch noch. Was für eine Nacht, ich habe etwas von Tony gedrungen und meinen Haustürschlüssel verloren. Hilfst du mir dabei, mal rauszukommen? Danke, ich kümmere mich drum. Nice, Alter, gibt's richtig gute Sachen. Aber meine Freunde, erstmal machen wir an der Stelle eine kleine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns dann weiter wieder. Bis dahin, ciao, ciao.